Tatsächlich gibt es neben dem Naruto Realme auch noch ein ganz neues Dragon Ball Realme, und zwar das GT Neo 3T in der Dragon Ball Z Edition. Drumherum wirklich hochwertige Aufdrucke mit schimmernder Grundfarbe. Dazu gibt's einen Pappschieber, der neben dem üblichen Garantieblabla noch... Oh shit, hier ist ja wirklich noch was drin. Zettelweise Aufkleber und eine Sammelkarte? Fancy. Aber was sollen wirklich überall diese hässlich großen Copyright-Schriften? Dazu gibt's dann leider aber auch nur eine labbrige Hülle und ein Netzteil in Standardfarben. Das Smartphone selbst hingegen ist der... in bester Goku-Klamotte. Drumherum alles in dunklem Blau mit orangenem Akzentknopf und die Rückseite, wenig aufregend, aber mit Logo als kleinem Akzent. Auch im Phone gibt's leider nur ein paar App-Symbole im Dragon Ball-Look. Drei Wallpaper zum Aussuchen, eine Custom-Ladeanimation und wenn ihr den GT-Modus, also den Performance-Modus, aktiviert, dann fliegen euch die Kristalle entgegen. Immerhin tickt das Symbol von der Uhr-App wie eine echte Uhr. Ja, gibt hier auch keine Klingeltöne oder anderen Content zum Anime. Schade.